Ich bin die Leonie. Ich bin Evi. Moin, mein Name ist Max. Hallo, ich bin Johannes. An der Technischen Hochschule hat mich überzeugt, dass man hier so ein praxisnahes Studium findet in kleinen Studiengängen. Man studiert hier eigentlich kein Fach, sondern ein Berufsfeld. Und das fand ich einfach super, wenn man dann da nach dem Bachelor direkt gut einsteigen kann ins Berufsleben. Ich wollte nie an eine Universität. Es war mir immer zu groß und zu unpersönlich. Und meine Tante hat tatsächlich auch schon hier studiert und immer davon geschwärmt. Und deswegen fiel meine Wahl eigentlich sehr schnell. Studiengänge mit ca. 100 Personen pro Semester sind sehr angenehm. Und doch besteht bei einer Summe über 6000 Studenten nicht die Gefahr, dass das Studentenleben leidet. Weil mich technische Fächer schon immer interessiert haben. Allerdings ging mir Maschinenbau immer ein bisschen zu sehr in die Tiefe und BWL war mir immer ein Tick zu langweilig und deswegen habe ich mich quasi direkt für die Mitte entschieden. Mich hat Technik schon immer sehr interessiert und Mathe und Physik haben auch zu meinen besten Fächern in der Schule gehört. Und dann dachte ich mir aber, dass vielleicht ein Einblick in die Welt der Wirtschaftslehre für die spätere berufliche Laufbahn auch noch sehr von Vorteil ist und habe WI als optimale Kombi für mich gefunden. Für mich war die Standortwahl relativ einfach. Ich wusste, ich möchte unbedingt Wirtschaftsingenieurwesen studieren und am besten das in der Nähe der Berge, weil ich liebe Wandern, Skifahren, Paragliden und das hat sich dann alles zusammen ergeben am Standort Rosenheim. An Rosenheim hat mich überzeugt, dass es in der Nähe zu meiner oberbergischen Heimat liegt und ich damit auch meine geliebten Berge nicht verlassen musste. Die Landschaft um Rosenheim ist malerisch. Es gibt Berge und die Bayerische Weite. Trotzdem ist Rosenheim als größte Stadt der Umgebung gut angebunden mit Bus und Bahn. Ich komme tatsächlich auch aus dem Süden Bayerns, da bietet sich Rosenheim als Studienort natürlich an.